So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute zu einer etwas ungewohnten Zeit kommt die Aufzeichnung, denn gestern hat Kabel Deutschland enorme Probleme gehabt. Ich konnte nicht auf die Guidance-Seite und auch teilweise nicht die Gottmode-Seite aufrufen. Deshalb gibt es jetzt die Aufzeichnung für den gestrigen Handelstag und im Laufe des Tages werde ich dann noch eine Live-Schaltung bringen. Kommen wir zum DAX im Wochenchart. Hier konnte sich jetzt eine Monster-Umkehrkerze eigentlich ausbilden. Oder sollte der DAX jetzt nicht mehr unter 9.500 Punkte zurückfallen, also ein Wochenschlusskurs über 9.600 Punkten wäre jetzt für mich hier definitiv bullisches Signal. Im Tageschart sieht es dann so aus, die untere Trendlinie hat hier gehalten und hier entsteht jetzt oder liegt noch ein größeres Gap. Nachbörslich stand der DAX sogar kurzzeitig an der 9.800er Marke. Diese könnte jetzt im weiteren Tagesverlauf oder halt überhaupt im heutigen Handel erreicht werden. Eine Gap-Unterkante liegt noch bei 9.850 Punkten. Ab da dürfte es dann nochmals schwungvoll nach oben gehen, wird diese auch nachhaltig geknackt. Dann dürfte die 10.000 Punkte Marke wieder ins Blickfeld der Anleger rücken. Gestern wurde ja eine DAX Long Position aufgenommen. Kurz bevor der Ausfall war, konnte ich noch hier schreiben. Da stand der bei 9.650 Punkten rum, 70 Punkte konnte man mitnehmen. Später, hier ist jetzt nur der Xetra DAX, wenn ich hier das auf JFD umstelle, dann sieht man, dass es anschließend noch bis 18.30 Uhr sogar fast eben die 9.800 Punkte Marke erreicht wird. Also der Trade hat hier gehalten, die Stoppmarke auch und ein Teilverkauf würde hier erledigt und jetzt mal schauen, wo man hier die Restposition mit dem Stopp absichern kann. Beim Nasdaq würde nicht hier die untere Kaufzone erreicht, hat sofort ein neues Hoch gemacht. Da darf man jetzt auch mal gespannt sein, wie er sich über dieser Marke noch verhält. Also die Einstiege gab es nicht. Geschortet wäre jetzt hier ein bisschen zu riskant gewesen. Hier erfolgte eine Stoppanhebung bei diesem Währungspaar. Hier wurde man ausgestoppt mit leichtem Verlust und der Euro gegen Yen hat man die Gewinne hier mitgenommen, etwa bei 114,33. Hier gab es einen Absacker nochmal auf das Ausbruchsniveau. Aktuell steht man hier oder kämpft der Währungspaar weiter mit der 114er Marke. Also soweit so gut. Zwei Gewinner, ein kleiner Verlust. Bei den Aktien, die am Anfang der Woche vorgestellt worden ist, ist eine Deutsche Post exakt am EMA 200 im Wochenchart gedreht, eine Tesla konnte hier mehr als 10% zulegen, exakt das
das Setup eigentlich abarbeiten und das wurde sogar vor dem Brexit erstellt. Hier war der Kurs hier oben, da gab es, es war ein starker DAX-Wert, konnte das Kursziel schon erreichen. Die Pro7-Aktie, ja, liegt man plus minus null. Da ist jetzt nichts Dynamisches im Moment gewesen. Also eng absichern, wer da drin ist. Und hier gab es eben einen Verlierer. Das war dann die Continental-Aktie. Dann werden hier die Setups auch so gut wie alle durchgespielt. Und dann kommen wir zum Nikkei. Nikkei ist heute eher, ja, sollte jetzt die Kerze stimmen, ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Kerze jetzt stimmt. Gestern sah doch schon der Kurs so aus. Aber gut, sei es drum, da gibt es eh kein Setup. Das werde ich am Wochenende oder vielleicht später nochmal begutachten. Da gab es jetzt, der Ausbruch liegt weiter hier oben. Genauso wie hier beim Hang Seng. Erreicht jetzt wieder hier das Widerstandsband und der Ausbruch findet erst dann hier oben statt. Kommen wir noch zum US-Dollar, kanadischen Dollar. Gab es nichts hier weiteres. Ich schaue mal nur kurz auf das Stunden-Setup. Welches ich jetzt, wie ich sehe, nicht abgespeichert habe. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Hier würde, soweit ich mich erinnern kann, hier diese Marke genannt. Und der Stopp hier, hier wurde dann gleich, hier wurde man sofort ausgestoppt. Also fällt es weg. Der Ausbruch auf Tagesbasis, der das Setup hier bleibt. Ein Schlusskurs über 1,31 kann man als Kauftrigger verwenden. Hier die australische Dollar, neuseeländische Dollar rückt jetzt der Stoppkurs ins Blickfeld, in den Blickpunkt. Und Silber, ja, was nicht fallen will, steigt da dynamisch. Hat hier nicht, ist auch dann kein Short-Trigger in dem Sinne oder ein Short-Signal gewesen, sondern nur eine Marke, die man, die dann eben eine Korrekturbewegung auslösen hätte können, wurde nicht erreicht. Wie man sieht, hier ist noch schon im Vormittagshandel, im asiatischen Handel, eine absolut dynamische Aufwärtsbewegung entstanden. Hier hat man jetzt leider eben den Einstieg verpasst. Gold steigt, kann jetzt hier leicht mit ansteigen, aber hat natürlich die ganze dynamische Bewegung nicht mitgemacht. Ich werde heute nochmals intensiv nach guten Setups Ausschau halten, aber ich kann natürlich nicht garantieren, dass sich heute am Freitag noch was ganz Besonderes finden lässt. Danke fürs Zuhören, bis später.